gibt schon Gas. Ihr seht da oben das Recording-Zeichen. Nicht ihr werdet gefilmt, sondern nur ich. Hat den Vorteil, ihr könnt die Trainingseinheiten nachtrainieren, falls euch irgendwann mal einen Montag, falls ihr einen Montag mal verhindert sein solltet. Wir starten mit dem Warm-up. Lasst uns die Fersen ans Gesäß ziehen. Sehr gut. Das Warm-up, wie ihr schon von mir kennt, immer gleich. Daher kann man sich auch direkt darauf einstellen, was so alles kommt dazwischen. Das ist nicht gleich. Das variiert von Stunde zu Stunde. Und heute habe ich auch was Schönes für euch vorbereitet. Lasst euch überraschen. So, aus dem Anfersen geht's in die Jumping Jacks. Hampelmänner zu Deutsch. Genau, unten drin, oben drin. Hallo Mareike, schön, dass du da bist. Wir haben gerade erst begonnen. Macht mit den Beinen mal bitte weiter und die Hände auf Schulterhöhe. Wir kreisen. Kurze kleine Kreise. Und wir bleiben breitbeinig stehen. Rechte Hand zum linken Fuß und im Wechsel. Oh, Marc sehe ich auch. Hallo Marc. Genau, den anderen Arm schön hochziehen. Und wir stretchen uns. Durchgestreckte Beine. Kommt so tief runter, wie es die Dehnung zulässt. Genau, wenn ihr gerade dazu gekommen seid, ein paar Jumping Jacks, bisschen anfersen und schon jagt ihr das Blut durch den Körper. So, Jörg sehe ich auch, kommt auch gerade dazu. Ich muss gerade gucken, wer dazu kommt. Hallo Jörg, steig einfach ein. Ein paar Jumping Jacks oder ein bisschen anfersen, um warm zu werden. So, wir wechseln zur einen Seite. Genau, super. Also das Anfersen und die Jumping Jacks haben eigentlich nur eine wichtige Bedeutung: Wir wollen, dass das Herz anfängt richtig zu schlagen, damit es die Muskulatur mit Blut versorgt. Bei den Jumping Jacks lockert ihr auch ein bisschen die Schulter. Und zur anderen Seite. Genau, und jetzt beim Andehnen, Oberschenkel, Rückseite. Genau. Falls ihr gerade dazugekommen seid, kommt in die Windmühle. Die anderen kommen bitte einmal kurz hoch mit mir. Genau, die Windmühle. Und wir drehen uns einfach mal locker raus. Lösen die Ferse. Ganz locker. Und wenn die anderen beiden in der Windmühle fertig, mit der Windmühle fertig sind, kommen die einfach dazu. Dann lockern wir nämlich die Schulter. Schön. In der Mitte einmal Halt. Finger sind gespreizt, Arme gestreckt. Wir fangen an zu kreisen. So, die Schulter werden wir heute auf jeden Fall richtig warm machen, denn ich habe ein paar Liegestützen durch vor. Wir spielen nämlich ein kleines Spiel. The Roof's on Fire. Der eine andere kennt es, der andere nicht. Und die es nicht kennen, die frage ich nachher nach einer Zahl. Einmal Richtungswechsel. Kreis einmal in die andere Richtung. Super, das gleiche mit, mit dem anderen Arm. Auch hier kreisen wir nach vorne. Bleibt bitte mal dran, macht mal weiter.
So. Einmal Richtungswechsel. Und dann starten wir mit einer ersten lockeren Runde. 4, 3, 2, 1. Wir springen. Seil. Die Handgelenke kreisen wir, hüpfen von einem Fuß auf den anderen. Ihr seid vorne auf dem Ballen, Fersen sind natürlich in der Luft. Das macht ihr schon instinktiv, was ansonsten wehtun würde. Genau. So. Das Kreisen der Handgelenke. Wir wollen die Handgelenke auch mal lockern, deswegen machen wir das jetzt gerade. 10 seconds left. Und bleibt bitte einfach dabei. Bleibt bitte dabei. 3, 2, 1. Schaut einfach mal kurz zu, macht genauso weiter. Hüpft auch von einer Seite zur anderen Seite. Wir skaten. Wir springen zur Seite, berühren den Boden und der Fuß ist in der Luft. Ab jetzt. Also zur Seite hüpfen, Boden berühren. Springe ich zur linken Seite, berührt die rechte Hand den Boden und umgekehrt. Einmal linke Hand, wenn ich nach rechts springe. Der hintere Fuß ist in der Luft. Der hintere Fuß in der Luft. Die einfache Variante wäre wirklich, den abzusetzen. Das wollen wir nicht. Einfach wollen wir nicht. 10 seconds left. Bleib dabei, Flo. Sehr gut. Das war Runde Nummer 1. Wir schnappen uns das Springseil. Und wer möchte, fängt schon mal an. So. Genau, Mareikes Tochter räumt gerade das Regal aus. An die Flaschen kommt sie noch nicht ran. Die da 2 Tage höher sind, oder? Nein. Das war so süß, wenn man sowas mitbekommt. Kleine Kinder und Haustiere. Die kriegt man beim Online-Training immer wieder mit, was sie da so machen. Super. 10 seconds left. Bleib dabei. Rest. Super. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Wir kommen nochmal in den Skater. 3, 2, 1 und go. Berührt den Boden links, berührt den Boden rechts. Und wirklich hinteren Fuß in der Luft belassen. Und wenn es zu leicht ist, macht einen größeren Sprung. Kommt aber gar nicht erst hoch. Ihr habt die ganze Zeit das Bein angewinkelt. Super. Wenn ihr schön tief runtergeht, solltet ihr die Gesäßmuskulatur spüren. Kurze Beschaffpause. Genau. Ach, das habe ich vermisst. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Hände unter die Schulter, Knie unter der Hüfte. Und wir heben einen Fuß an. Im Wechsel. Knie sind unter der Hüfte, Hände unter der Schulter und die Knie vom Boden losgelöst. 10 seconds left. So, wandert bitte mit den Füßen nach hinten. Ganz weit nach hinten. Dass ihr in den Liegestütz ankommt. In der Liegestützposition. Und aus der Position wandern wir jetzt gleich zu den Füßen rüber. Das heißt, wir wandern zu den Füßen. Und wandern wieder nach vorne. Liegestützposition einnehmen und wieder zu Füßen wandern. Durchgestreckte Beine, so gut es geht.
Wenn ihr vorne angekommen seid, bleibt in der Position und haltet nur. Rest. Nur halten. Wir fangen an, nach vorne zu marschieren, bis die Knie unter der Hüfte angekommen sind. Und dann laufen wir auf der Stelle. Gut. 10 seconds left. Marschiert wieder langsam nach hinten in die Liegestützposition. Und bleibt da. Rest. Wenn ihr die Knie weiter in der Luft habt, werdet ihr jetzt die Schulter langsam merken. Falls ihr absetzen wollt, setzt natürlich zwischendurch ab. Ansonsten wandert wieder mit mir zurück zu den Füßen. Und wieder nach vorne. In die Liegestützposition. Und wieder zurück. Sehr schön. Okay. Erholung. Ihr habt ein bisschen Verschnaufpause. Und dann geht's. Jetzt kommt 15 Sekunden Pause. Nicht irritieren, lass uns nochmal pinkt. Okay. Wir kommen jetzt direkt zu diesem besagten Spiel. Jörg, ich glaube, du hast das noch nie mitgespielt. Zeig mir mal bitte mit den Fingern eine Zahl zwischen 6 und 10. Dafür brauchst du beide Hände, genau. Und er zeigt mir eine 8. Es ist eine 8. Sehr gut. 8 ist schön. Diejenigen, die jetzt wissen, was kommt, fragen sich, warum hat der Jörg nicht die 6 genommen? Aber es hätte auch schlimmer kommen können, er hätte auch die 10 nehmen können. The roof's on fire. The roof, in dem Fall das Schulterdach. Das ist unser Dach. Und zwar kommen wir in die Liegestützposition. Machen einen Liegestütz. Komm runter, komm rauf, komm auf die Knie, nimm die Arme hoch. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir in die Liegestützposition, machen 2 Liegestütze. Komm auf die Knie, 8. 3 Liegestütze, komm auf die Knie, 12. Und wir arbeiten alles ab, bis wir bei der 8 angekommen sind. Ich zähle für euch. Falls ihr das Spiel nicht mehr kennt oder es noch nie mitgemacht habt, versucht einfach mein Tempo einzuhalten. Ich werde extra nicht allzu schnell arbeiten, so dass ihr wirklich auch mal mitkommt. Diejenigen, die jetzt die Kamera aushaben, euch sehe ich nicht, Christina, Christine, Anna, ihr macht einfach das Tempo mit, was wir jetzt gleich machen. Wenn ich nämlich sehe, dass die anderen schon in der Liegestützposition fertig sind, dann geht es mit dieser Übung und das geht relativ schnell. Ihr könnt die Liegestütze auf den Knien machen. Dafür bitte einmal ganz kurz auf die Zehenspitzen, Knie absetzen, dann passt auf diese Entfernung. Und dann mit der Brust runter, bei der ersten Runde sind sowieso nur einer. Okay. Wahrscheinlich versteht ihr mich nicht, die ich es noch nicht kenne. Aber es ist schlimm, ihr versteht es gleich. Wir kommen in die Liegestützposition. Und wenn ihr so weit seid, ich zähle für euch. Und 1, wir kommen auf die Knie. Und 1, 2, 3, 4. 2 Liegestütze. Wir kommen wieder in die Position. Und 1, 2, kommen auf die Knie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Liegestütze. Und 1, 2, der Kopf ist verlängert und die Wirbelsäule. 3, komm auf die Knie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4. Und 1, 2, 3, 4. Wir kommen auf die Knie. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Auf den Knien angekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6.
Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Super. Und eins, zwei, Florian, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir kommen auf die Knie. Und warte, bis alle da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Und 8 Stück. Okay, wenn ihr soweit seid. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Kopf in die Position. Und 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, nee, passt schon. Okay. Sehr gut. Im Optimalfall merkt ihr das und das und das. Oberarmrückseite. Hat mitgearbeitet. Ihr habt die Matte schon ausgelegt. Die nutzen wir in der nächsten Runde. Macht es euch einfach bequem. So, das war eine Runde The Roof's on Fire. Immer wieder schön, gerade draußen. Und das, was ich zwischendurch gemacht habe, nennt sich kollektiv bestrafen. Wenn einer nicht mehr kann, müssen alle leiden, bis derjenige wieder einsetzt. Ist natürlich online nicht ganz so effektiv wie draußen, aber geht ja auch, wie ihr gesehen habt. Okay. Wir haben noch Pause, 15 Sekunden. Wir machen mit dem Bauch weiter. Und zwar klatschen wir gleich. Ein Bein ausstrecken und das Fenster, was sich da öffnet, dazwischen klatschen wir. Auch hier, erste Runde, dritte, zweite, vierte. Und go. Wir klatschen. Super. Streckt das Bein schön aus. Bauchnabel ist eingezogen. Und glaubt mir, ich leide mehr als ihr gerade. Ich habe ein paar Sit-Ups zu viel gemacht die letzten Tage und habe mir das ein bisschen wund gescheuert. Und das merke ich jetzt gerade bei jeder Bewegung. Lass die Füße oben, lass sie oben. Leg dich nur ab. Füße in der Luft lassen. Wir lassen die jetzt 8 Runden in der Luft. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Der Käfer, Arme ist durchgesteckt. Ein Bein durchstrecken und die Hand folgt. Blick dabei nach oben. Das ist der Käfer. Ihr werdet gleich merken, dass die Beine auch schwer werden. Also wenn ihr sie nicht absetzt, dann werdet ihr die Beine auf jeden Fall auch merken. Genau. Wer möchte, kann natürlich die diagonale Ferse berühren. Mir reicht es, wenn die Hand über den Oberschenkel geht und das Bein schön tief runterkommt. Super, setzt bitte nicht ab. Greift in die Kniekehle und rollt euch einmal auf. Und nicht absetzen, genau. Das ist nämlich auch das Schwierige. Und wir klatschen. Sehr gut. Geht kurz aussetzen, wir einsteigen. Sehr gut. Nicht absetzen, einfach hinlegen. Nach hinten legen. Beides noch 90 Grad. Arme nach hinten durchstrecken.
Und der Käfer, Teil 2. Genau. Sehr gut. Streck das Bein ganz aus. Je weiter oben ihr arbeitet, umso leichter wird's. Je weiter ihr unten seid, umso anstrengender. Super. 10 seconds left. Das, was ich sehe, sieht gut aus. Lass die Beine oben. Greif ruhig in die Kniekehle. In der nächsten Runde. Hände an die Seite. Auf Schulterhöhe. Wir kippen zur einen Seite. Strecken die Beine aus. Kommt zurück zur Mitte. Zur anderen Seite. Und ausstrecken. Wir strecken die Beine immer dann aus, wenn die hintere Schulter sich versucht zu heben. Ansonsten versucht, ganz sauber zu arbeiten. Genau. Geht das vom Platz her, Florian? Die Arme auf Schulterhöhe. Die Arme auf Schulterhöhe. Links und rechts. Kommt ein bisschen tiefer, dann sieht man es vielleicht besser. Links und rechts meine Arme auf Schulterhöhe. Genau. Und dann zur anderen Seite. Super. Die Hände wandern unter die Hüfte. Eine Ferse zum Boden. Zweite Ferse zum Boden. Beide Fersen zum Boden. Und start. Hier ist wichtig, dass der Bauchnabel so fest eingezogen ist, dass er nicht im Hohlkreuz landet. Besonders, wenn ihr mit beiden Fersen Richtung Boden geht. Lass die Beine auf 90 Grad. Wandert nur mit den Händen auf Schulterhöhe. Wir kippen wieder zur einen Seite und strecken die Beine aus. Und ausstrecken. Und zurück zur Mitte. Zur anderen Seite. Und ausstrecken. Genau, immer wieder auf 90 Grad. Unterschenkel zu Oberschenkel, rechter Winkel. In der Mitte einmal Halt. Lass die Beine oben, lass die Beine oben. Die Hände können auch neben der Hüfte liegen. Der Vorteil, wenn ihr euch ein bisschen da drauf setzt, ihr kippt das Becken, sodass es leichter ist, an den unteren Rücken auch wirklich auf dem Boden zu behalten. Genau. Und der Blick nach oben, euer Kopf sogar ablegen. Ich schaue nur jedes Mal nach oben, um euch zu sehen. Auch ein klein bisschen. Bleibt dran. Hier noch haben wir wieder eine Pause. Ich weiß, die Beine, auch die sind jetzt ganz schwer geworden. 10 seconds left. Und rest. Erholt euch. Macht euch mal ganz lang. Streckt die Arme in die eine Richtung, die Füße in die andere und atmet tief in den Bauch hinein. Tief einatmen und wieder ausatmen. Spürt dabei, wie sich die Bauchdecke hebt. Und ausatmen. Einmal noch. Und ausatmen. Sehr, sehr schön. Rückengerechtes Hochkommen. Wir greifen die Kniekehle und rollen uns einmal auf. Wer was trinken möchte, trinkt bitte was. Wir haben noch 25 Sekunden Pause, bevor wir auf der Matte weitermachen im Vierfüßlerstand. Hände unter der Schulter, Knie unter der Hüfte, die Position von eben. Genau. 9, 8, 7, 6, 5. Der Fuß zeigt zur Decke.
Der Fuß zeigt zur Decke nach oben. Und kurze, kleine Kickbewegung nach oben. Genau. 40 Sekunden. Bleibt dabei. Das sollte euch eigentlich relativ easy vorkommen. 10 seconds left. Anstrengende Sachen habe ich mir extra zum Schluss aufgespart. Und kommt in die Ausgangsposition. Nächste Runde. Wir öffnen das gleiche Bein zur Seite, strecken das Bein nach hinten aus und holen es kreisartig wieder rein. Ihr kennt die Übung. Und start. Öffnen, nach hinten ausstrecken und kreisartig reinholen. Wir malen mit dem Knie ein Oval. Und Ausgangsposition einnehmen. Jetzt Beinwechsel. Das gleiche nochmal. Erste Runde ist die dritte, zweite, die vierte. Allerdings haben wir jetzt das andere Bein oben. Und kurze kleine Kickbewegung nach oben. Noch 15 Sekunden. Bleibt dran. 10 seconds left. Rest. Sehr gut. Kurze Verschnaufpause. Das Ganze auch mit der anderen Seite. Wenn ihr einen Krampf habt, versucht ihn loszuwerden. Und wir öffnen, strecken das Bein aus, holen es kreisartig rein. Sehr gut. 10 seconds left. Rest. Super. Macht es euch bitte seitlich bequem. Wir legen uns hin, stützen den Kopf ab, die Hand ist vorm Bauchnabel, unteres Bein kann angewinkelt sein, durchgestreckt sein. Wichtig ist, das obere ist durchgestreckt. Und wir öffnen und schließen. Die Hand ist deswegen vorm Bauchnabel, damit wir das Becken nach vorne kippen können. Ohne dabei umzukippen. Genau, wenn ihr Krampf habt, pausiert kurz. Ansonsten macht bitte weiter. Die Abduktoren, die trainiert ihr jetzt gerade. 10 seconds left. Noch ein klein bisschen. Rest. Ellenbogen unter der Schulter, Füße übereinander oder den oberen Fuß nach vorne. Wir kommen in den Seitarmstütz. Becken rauf und halten. Halten. Wie gesagt, der Fuß kann oben drüber sein oder vorne. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten oben übereinander passt. Wichtig ist, dass dieser Punkt hier schön weit oben ist, als ob euch jemand hochzieht. Sehr gut. Eine schöne statische Übung, wo die seitlichen und schrägen Bauchmuskeln aktiviert werden. 10 seconds left. Noch ein klein bisschen. Und setz bitte ab. Einmal Seitenwechsel. Stützen uns wieder ab.
Und go. Öffnen und schließen. Sehr gut. Super. Eine Runde noch. Ellenbogen wieder unter die Schulter. Seitarmstütz. Und das Becken ist oben. Und wir halten. In der nächsten Runde bleiben wir auf der Matte. Nur als kleine Info. Sehr gut. Halt durch, halt durch, halt durch. Und setz ab. Sehr, sehr schön. Verschnaufpause. Es ist immer überschaubar. Es ist eine Minute. Nutzt diese Minute, um alles zu lockern, um was zu trinken. Und wenn wir dann losgelegt haben in der nächsten Runde, gib bitte alles. Diese 8x40 Sekunden, da kommt es mir darauf an, dass ihr euch wirklich auspowert und dazwischen wieder Energie tankt. Super. Sehr schön. Ich schließe nur ganz kurz die Powerbank an, bevor der Timer ausgeht. Wir bleiben auf der Matte. Wir bleiben auf der Matte. Und genau. Und kommen zu den Sit-Ups. Wir kommen ganz runter, wir kommen ganz rauf. Und wieder runter und wieder ganz rauf. Wer schwerer haben möchte, Hände auf die Schulter und aus der Position hochkommen. Sehr gut. Genau. Leichter wird es, wenn ihr die Füße irgendwo unterklemmt. Für den Fall, dass es jetzt nicht so gut funktioniert. Bei den Leuten, die ich jetzt gerade sehe, sieht das gut aus. Alle Varianten vorhanden. Die vereinfachte und die schwere. Bei denen, die ich jetzt nicht sehe, falls euch das zu schwer sein sollte, klemmt die Füße unter das Sofa und das Bett, Schrank, was auch immer in der Nähe ist. Super. Bleibt bitte liegen. Hände neben die Hüfte. Ein Bein ist durchgestreckt. Machen wir diese Seite. Becken rauf, Becken runter. Kurz vom Boden wieder hochziehen. Und wenn ihr es schwer haben wollt, stellt euch auf die Ferse. Auf die Ferse und dann kurz vom Boden das Becken wieder hoch. Bein ist durchgestreckt, die ganze Zeit. Wenn ihr oben seid, ist die Ferse mit der Schulter in einer Linie. Legt dabei nach oben. Oberschenkel, Rückseite und Gesäßmuskulatur. Die trainieren wir jetzt gerade. 10 seconds left. Rest. Setz ab. Sehr, sehr schön. Sit-ups, Teil 2. Und wir kommen rauf. Und wir runter. Schön. Ten seconds left. Und da bitte liegen. Rest. Super. In der nächsten Runde das andere Bein. Hände neben die Hüfte.
Bein ist ausgestreckt, Becken rauf, Becken runter. Genau, der Fuß ist die ganze Zeit auf einer Höhe. Setz bitte beide Füße ab. Sehr, sehr schön. Falls ihr einen Krampf habt, lockert ein klein bisschen. Wir berühren die Ferse, Schulter ist in der Luft und links und rechts die Ferse berühren. Fixiert schräg oben ein Punkt, dann bleibt der Abstand zwischen Kinn und Brust gleich. Wenn das zu leicht ist, dann nimmt die Füße weiter weg. Dadurch muss er sich ein bisschen mehr strecken. Wenn ich an die Fersen rankomme, nimmt die Füße näher an den Popo ran. Ihr seid in der fünften Runde von acht Runden. Sechste Runde, Ellbogen unter die Schulter, Beine durchgestreckt. Wir kommen gleich mit den Beinen rauf und überkreuzen die Füße. Und start. Wer es leichter haben möchte, nimmt die Füße weiter hoch. Wer es schwerer haben möchte, der geht hier fast am Boden entlang und Bauchnabel fester einziehen. Durchgestreckte Beine. So ist sie ganz durchzustrecken. Erst dann ist es richtig anstrengend. 10 seconds left. Und stellt die Füße auf. Legt euch ab. Nochmal. Links und rechts die Fersen berühren. Arme sind durchgestreckt und go. Sehr schön. Einmal noch. Ellenbogen unter die Schulter. Sehr gut. Die Beine sind durchgestreckt und überkreuzen. 40 Sekunden vor der Pause und dann kommen wir zu ein paar schönen Liegestütz, aber auch ein paar Unterarmstütze auch ein bisschen. Noch 10 Sekunden. Rest. Sehr, sehr schön. Yes, der Bauch hat gerade was gemacht. Er ist immer noch nicht fertig. In der nächsten Runde beginnen wir mit den Push-Ups, mit den Liegestütz. Aber nicht nur die Liegestütz. Wir werden immer wieder in den Unterarmstütz kommen. Jede zweite Runde ist der Unterarmstütz. Der Unterarmstütz ist perfekt für den Bauch, für die komplette Rumpfmuskulatur und für die Schulter. Das ist in der nächsten Runde dran. Sehr gut. Push-Ups. Nimm die Hände runter von der Matte. Falls ihr die Matte nicht, wenn ihr eine ganz breite Matte habt, natürlich nicht. Aber wenn ihr unten seid, habt ihr die Unterarme, ist der Unterarm mit dem Oberarm im rechten Winkel. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Kommt auf die Zehenspitzen, wer möchte, legt die Knie ab. Dann passt auch die Entfernung, sodass die Brustmuskulatur auch wirklich arbeitet. 40 Sekunden ist eine Hausnummer. Versucht durchzuhalten. Macht euer Tempo.
Okay, 3, 2, 1 und go. Es muss nicht schnell sein. Mir ist sogar wichtiger, dass ihr sauber arbeitet. Bedeutet, Bauchnabel ist eingezogen, ihr hängt nicht durch, seid nicht im Hohlkreuz. Der Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule. Und wenn es nicht mehr geht, kommt auf die Knie oder arbeitet von Anfang an direkt auf die Knie. Viel effektiver, wenn ihr auf den Knien arbeitet und dafür schön tief mit der Brust kommt, als wenn ihr auf den Zehenspitzen arbeitet und nur in diesem Bereich hier arbeitet. Das bringt nämlich herzlich wenig. 10 seconds left. Setzt die Knie ab, Hände nach vorne, kommt in die Kindspose. Streckt einmal und dehnt einmal die Brustmuskulatur an. Und dann kommt bitte mit mir in den Unterarmstütz. Und auch hier kommen wir rauf, rauf, runter, runter. Das ist eine ganz, ganz fiese Kombi, das weiß ich. Weil jetzt die Arme nicht zur Ruhe kommen. Auch hier habt ihr eine Push-Bewegung. Alles, was ihr von euch wegdrückt, ist die Brustmuskulatur und als Hilfsmuskel der Trizeps, die Oberarmrückseite. Jede Pull-Bewegung, also alles, was ihr zieht, ist der Rücken und der Bizeps. Sehr gut. Lockert kurz. Lockert kurz. Erste Runde ist die dritte, zweite die vierte. Liegestützposition nehmen wir ein und auf ein neues. Wir kommen runter, wir kommen rauf. Arbeitet weiterhin sauber. Genau, schön breit auseinander. Wenn ihr die enge Variante wählt, die ich jetzt bei einer Person auch sehe, dann Ellenbogen am Körper entlang, damit der Trizeps ordentlich was zu tun hat. Dass es dann saubere Push-Ups sind. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden left. Super. Nimm die Hände nach vorne. Kindspose nochmal. Schön dehnen. Unterarmstütz. Wir kommen rauf in den Liegestütz. Rauf, rauf. Runter, runter. Keine Sorge. Die nächste Runde sind keine Liegestütze mehr. Sehr gut. Lockert kurz. Sehr, sehr schön. Top. Nächste Runde. Vierfüßerstand. Dirty Dog. Haben wir schon mal gemacht. Die komplexere Variante. Jetzt nur die einfache. Das Knie führt die Bewegung an. Super. Sehr, sehr schön. Wir kommen in den Unterarmstütz. Und da, wo das Bein jetzt gerade sich bewegt hat, den Arm nehmen wir weg. Packt ihn mal mit an den Oberschenkel. Und das Becken weiterhin zum Boden ausrichten. Ihr seid übrigens auf der Zielgeraden. Also 15 Minuten noch, einschließlich Cooldown. Sehr gut. Rest. Top. Wir kommen nochmal in den Vierfüßerstand. Dirty Dog mit der anderen Seite.
Genau, ihr merkt, die Schulter, die arbeitet auch die ganze Zeit schon. Und öffnet und schließt. Deswegen jetzt auch ein bisschen die Gesäßmuskulatur. Aber ihr stützt euch ja weiterhin auf den Händen ab. Also hat die Schulter auch was zu tun. Und rest. Einmal noch. Unterarmstütz und dann den anderen Arm wegnehmen. Also, wegnehmen und dann bleibt in der Position. Sehr gut. Wenn es gar nicht mehr geht, setz die Knie ab. Ansonsten halte durch. Und zwar nur noch für 20 Sekunden. Sehr schön. Lockert. Sehr, sehr schön. Verschnaufpause. Die letzte vor der nächsten Runde. Und die nächste Runde läutet dann auch schon fast das Cooldown ein. Wir haben dann noch kurze 2 Minuten Wünscht dir was Geschichte vor uns. Heißt, die Übung, die euch heute zu kurz gekommen ist, die macht ihr dann 2 Minuten lang. Aber kommt bitte mit mir in den Stand. Die letzte Runde ist nämlich oben. Falls es euch aufgefallen sein sollte, die Beine kamen bis jetzt ein bisschen kurz. Ich habe ganz häufig den Fokus so ein bisschen mehr auf dem Unterkörper. Heute war er ein bisschen mehr auf dem Oberkörper. So. Okay. Noch 10 Sekunden. 10 Spitzen leicht nach außen. Breiter Schulterbreit. Ihr könnt euch schon denken, was kommt. Die Squats. Kniebeuge. Als ob ihr euch auf einen imaginären Stuhl setzt. Und Start. 40 Sekunden. Bauchnabel ist eingezogen. Popo nach hinten rausschieben. Entweder ein Tucken über 90 Grad oder ein Tucken unter 90 Grad. Früher hat man immer gestritten, wo denn die perfekte Tiefe ist. Man war sehr lange der Ansicht, auf 90 Grad im rechten Winkel, das ist die Tiefe, die man erreichen soll. In der Sportwissenschaft hat man das aber, irgendwann hat man sich da geeinigt und hat gemerkt, da ist die höchste Belastung auf den Knien. Also deswegen unter 90 oder über 90 bleiben. Sehr gut. Wir werden aber nicht nur die Beine jetzt platt machen, sondern auch die Schulter. Bringt die Unterarme zusammen. Immer im Wechsel. Beine, Schulter, Beine, Schulter. Das ist entspannter, als wenn wir jetzt 8 Runden Beine machen würden. Ellenbogen zusammenbringen, Handkanten zusammenbringen oder Handflächen. Super. Genau, Florian, ich sehe deine Beine. Jetzt sehe ich auch deinen Oberkörper. Top. Lockert. Super. 10 Spitzen leicht nach außen. Breiter Schulterbreit. Wir setzen uns wieder. Kniebeuge, Teil 2. Und go. Ihr könnt natürlich die Geschwindigkeit wählen. Also wer möchte und sagt, ich habe noch Power, der erhöht einfach die Wiederholungsrate. Arm nehmen wir deswegen nach vorne, damit wir nicht nach hinten kippen. Und der Oberkörper ist die ganze Zeit aufgerichtet. Ich weiß, man neigt dazu, nach einer Zeit den zu machen. Weil man das Gefühl hat, man ist trotzdem schön oben im Oberkörper im Keller und merkt die Beine nicht so doll. Das soll nicht so sein, ihr sollt die Beine merken. Sehr gut. Lockert kurz. Schulter Teil 2.
Marc, hast du Schmerzen? Nee? Okay. Bring die Unterarme zusammen, öffnet und schließt. Bei mir gibt es meistens zwei Sätze. Ich sage das ja immer so schön. Erste Runde, gleich die dritte, zweite, die vierte, fünfte, die siebte, sechste, die achte. Das Schöne ist, um den Muskel richtig auszupowern, reicht ein Satz in der Regel nicht. Und das hier brennt sich ein. Wenn ihr die eine Runde schon gemacht habt, wisst ihr ganz genau, welche Übung das war. Und wenn ihr dann halt im übernächsten Satz dann wieder drankommt, 10 seconds left. Dann macht ihr auch keine Fehler. Und es sieht schön sauber aus. Und der Muskel, den plättet ihr auch noch dazu. Lockert. Wir nehmen die Hände hinter den Kopf. Das ist das Fiese, die Schulter arbeitet weiter. Schulterbreiter Stand, Prisoner Back Lunge. Außerschritt nach hinten, Knie Richtung Boden und wieder zurückkommen. Und die andere Seite. Immer im Wechsel. Mal links und mal rechts. Sehr schön. Hier vorne ab den rechten Winkel. Die Ellenbogen sind nach hinten gepresst, dadurch ist der Rücken gerade. Lockert. Super. Ellenbogen auf Schulterhöhe, Mareike. Du hast eine kleine Verschnaufpause verdient. Und wir öffnen und schließen. Ist immer schön zu sehen. Mareike hört uns gerade nicht. Doch, jetzt hört sie uns. Sie hat jetzt einmal gerade die Pause weggelassen. Finde ich gut. Wer braucht schon die Pausen? So, öffnen und schließen. Weil die 10 Sekunden ja nicht wirklich dafür gedacht sind, dass ihr dann eine richtige Pause draus habt. So einfach nur in die nächste Übung reinkommt. Ten seconds left. Genau. Oberarm parallel zum Boden reicht. Also ihr braucht gar nicht tiefer gehen. Rest. Lockert. Ihr seid in der vorletzten Runde. Ihr merkt die Schulter. Sehr gut. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Hände in den Kopf. Prisoner Back Lunge. Teil 2. Außerschritt nach hinten und zurückkommen. Super. Ich mal lieber so rum, dann sehe ich euch noch besser, ohne mich zu verrenken. Genau, presst die Ellenbogen nach hinten. Super, genau so. Und lockert. Sehr, sehr schön. Eine letzte Runde. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Wir öffnen und schließen. Wünscht dir was, machen wir heute nicht. Ich glaube, wir haben schon alles gemacht. Rücken kam ein bisschen kurz. Doch, Rücken kam wirklich ein bisschen kurz. Merke ich mir fürs nächste Mal. Da werden wir ein bisschen mehr vermehrt Rücken einbauen. Ja, heute sehr viel Schulter gemacht. Das definitiv. Die Rückmuskulatur hattet ihr auch bei einigen Übungen mit drin, aber nicht fokussiert. 10 seconds left. Sehr gut. Finish done. Super. Congratulations. Ihr hört die Dame im Radio. Ich schließe mich hier an. Super gemacht. Nur noch das Cooldown. Wir stretchen uns. Trinkt, was ihr wollt. Ansonsten, Marc hat schon losgelegt. Fast den Fuß am Sprunggelenk. Ich glaube, Marc ist heute nicht ganz an seine Grenzen gegangen. Oder? Wie fühlt ihr euch? Das ist, ich fühle mich super. Und das, ich bin total platt und kann nicht mehr. Ah, irgendwo da? Okay, okay. Alles klar. Bringt die Knie zusammen. Schiebt das Becken vor. Das ist schön, wenn man öfter miteinander trainiert. Kennt man sich ja auch und man weiß ungefähr, wo die Grenzen des anderen sind. Und ich will ja niemanden überfordern, aber niemanden unterfordern. Und das ist, glaube ich, auch die größte Kunst, dann beim Gruppentraining alle abzuholen. Aber das kriegen wir hin. Wir setzen den Fuß hinter den anderen.
Durchgestreckte Beine, macht euch einmal bitte ganz lang. Und kommt so weit runter, wie es die Dehnung zulässt. Wir kommen langsam hoch. Nimm den vorderen Fuß. Auch hier am Sprung den festhalten. Knie zusammenbringen. Und dann schieben wir das Becken vor. Ich weiß nicht, was heute beschlossen wurde, aber ich habe irgendwas mitbekommen, dass wieder verschärfte Maßnahmen in Köln gelten. Ich kann es nicht abwarten, dass wir mal wieder draußen trainieren dürfen, aber irgendwie rückt das jetzt gerade noch so ein bisschen in die Ferne. Ihr setzt den Fuß hinter dem anderen ab, durchgestreckte Beine. Macht euch aber bitte ganz lang und kommt so weit runter, wie ihr runterkommt. Aber es gibt auch Teilnehmer, die tatsächlich mit dem Handy oder mit dem Tablet in den Park gehen und im Park dann halt beim Training mitmachen. Was ich auch sehr originell finde, gerade weil es natürlich jetzt abends noch ein bisschen länger hell ist. Und weil das Wetter gerade so toll ist, also falls jemand das dann fürs nächste Mal sich vornimmt, dann freue ich mich. Dann höre ich auch ein bisschen Vögelgezwitscher und sehe auch den blauen Himmel. Wir kommen langsam hoch. Stellen uns breit als Schulterblatt auf. Umfassen das Handgelenk. Schieben wir dann nach vorne. Der Kopf kommt zwischen die Arme. Bauchnabel einziehen. Hände vorne rausschieben. Und wer mag, kann sich dann schön reindrehen. Die Hände bleiben auf einer Höhe und dann einfach den oberen Arm einfach ein bisschen weiter nach vorne rausschieben. Komm bitte eine Etage tiefer. Die Ellenbogen auf die Oberschenkel, Bauchnabel einziehen. Wir machen einen Katzenbuckel, machen uns klein und rund. Und rollen uns dann Wirbel für Wirbel ganz langsam auf. Super. Oben angekommen, bringen wir die Unterarme zusammen, klappen auf, Oberarme sind parallel zum Boden, Daumen zeigt nach hinten, die Bewegung von den Daumen. Und da, wo es zieht, da halten wir. Die Hände wandern auf Schulterhöhe, Daumen zeigt nach oben, nach unten, nach hinten. Wir folgen den Daumen, durchgestreckte Arme. Vergrößert mal den Stand, greift in die Hände hinein, schaut zwischen den Beinen durch und zieht die Hände über den Kopf bzw. in die Richtung. Wir kommen langsam hoch. Verkleinern den Stand, nehmen einen Arm vor die Brust, hinterm Ellenbogen feste gegenpressen. Die Schulter ist weg von den Ohren. Wir schauen noch über die Schultern weg. Lösen, aber in die andere Seite. Arm vor die Brust, hinterm Ellbogen gegenpressen. Schulter ist weg von den Ohren. Auch hier schauen wir über die Schultern weg. Und wir lösen. Klasse gemacht. Euer Applaus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr bei dem tollen Wetter trotzdem mit mir zusammen trainiert habt. Und ja, falls noch Fragen sind,